Howdy yo, meine Creepy-Fans, ich bin's, euer Raven da Creep. Heute spielen wir mal ein Spiel, das ich auf, glaub, einer Festplatte von mir gefunden habe. Eine ganz alte. Oder auf einer CD, bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe es auf jeden Fall vorgestern gefunden. Es geht, wie ihr seht, um Harry Potter. Um die Quidditch-Weltmeisterschaft. Oder Quidditch-Meisterschaft. Auf jeden Fall ist es ein Spiel auf den Gameboy-Emulator. Ich würde das jetzt spielen, rein aus Nostalgiefaktor, weil ich das Spiel früher mal gemacht habe. Und auch für euch, damit ihr, falls ihr das Spiel nicht kennt, auch einen Einblick davon habt. Ich würde einen Link da zur Verfügung stellen, wo ihr das selber runterladen könnt, plus den Gameboy-Emulator. Und jetzt sage ich, viel Spaß beim Video! So, jetzt spielen wir mal um den Quidditch-Pokal und ja, wir müssen gegen Hufflepuff spielen. Wir sind übrigens Gryffindor, so wie immer, so wie am Anfang. Wir spielen gegen Hufflepuff und los geht's. Ja, das Ziel ist es, den Ball gegenüber reinzubringen. Scheiße, ja, den Ball. Oder Quaffle heißt der. Komm schon, gib mir den. Ah, gib mir den scheiß Quaffle. Mann, okay, ich nenne es einfach Ball. Es ist ein Ball. Egal ob magischer Ball, ist es dennoch ein Ball. Oh. Ey, scheiße! Fuck! Ja, okay. Wir haben wieder den Ball. Komm, bloß den Ball nicht verlieren. Scheiße! Ja, komm, komm. Ja! Jawoll! Geht doch! Oh, jetzt haben die wieder den Ball. Die haben Aufschlag oder so ein Scheiß. Weiß nicht, wie man es beim Quidditch nennt. Und jetzt her mit dem... Ja, endlich. Endlich her mit dem Ball, ja. Hey! Oh Mann, man muss auch auf die Leiste gucken, weil die wird dann, also die oben gezeigte Leiste, die gelbe und die rote, die wird dann später gezeigt, wenn man später halt den Snitch suchen muss, also den Snatch oder Snitch, weiß ich es gar nicht mehr. Doch, Snitch. Ja, super, super, jetzt machen sie ein Tor. Linke Rappen, ne. Aber wenigstens haben sie weniger Schubkraft. Ja, genau. Man braucht Schubkraft dafür, um halt, oh Mann, ey, Alter! Ja, man braucht halt Schubkraft, um den Snitch zu finden, halt damit man beschleunigen kann. Und mit dieser roten und gelben Leiste kann man das. Das ist nämlich die Schubleiste. Die kann man während des normalen Quidditch-Spiels, auffüllen. Wie ihr gesehen habt, kann man die auch verballern, die Energie, wenn man so spezielle Torangriffe macht oder so, die immer reingehen, die immer Tore bringen. Das mache ich nie, weil das dämlich ist. Weil Schubkraft brauchst du am Ende mehr. Weil egal, ob du jetzt 100 Punkte hast bei diesem Hin- und Her-Spiel zwischen, ja, okay, wieder mal, ja, super, ja, egal. Ja, okay. Wo war ich gerade? Ach ja, man braucht diese Leiste überall, weil egal wie viele Punkte das gegnerische Team macht, dennoch, wenn man den Snitch kriegt, hat man gewonnen. End aus Buster. Und jetzt spielen wir mal weiter. Ja. Her mit dem Ball, ich will nicht, dass du ein neues Tor machst. Komm schon, her mit dem scheiß Ball. Ja, ja. Her damit. Meiner. Jetzt mache ich erstmal ein Tor. Ey, Mann! Und das Geilste ist, den Torhüter kann man gar nicht den Ball abnehmen. Mein Gott, komm schon! Du magischer Ball des Bullshits. Also ähnlich. Komm, 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 komm! Yes! Tor drin! Und die Schubkraft ist ziemlich gut, eigentlich. Doch, wir gewinnen sogar. Seien die holen jetzt auf, ey. Also mit der Schubkraft. Ah ja, Schubkraft kann man gewinnen, wenn man sich unter den Teammitgliedern den Quaffel, also den Ball, hin und her spielt. Halt passen. Wenn man sich hin und. Wenn man halt passt zum Spiel gegenüber, dann wird sich das in der Leiste da, in der Schubleiste da bemerkbarer machen.
Oh, noch ein Tor. Yes. Yes, yes, yes. Komm schon, wie viel steht's? 60 zu 30 und jetzt suchen wir den Snitch. Snitch. Glaube ich. Ja, Snitch. Ja, und hier kann man jetzt einen Snitch finden. Man kann die Leiste auch aufpushen. Die haben überhaupt keine Schubkraft. Witzig. Ey, ich hab Schub vergessen. Scheiße. Komm schon, komm schon, komm schon. Ey, ich brauch Schub. Scheiße, da hat jetzt Schub. Das ist dicht bei mir dran. Ich brauch Schub. Komm schon, Schubkraft. Jetzt. Mein Gott, nein. Ey, yo. Digga. Nein. Oh, fuck it. Ich brauch den. Ja. Ja, meine Fresse. Ja. Ich hab es. Ja. Nein, ich will es nicht wiederholen. Ich würde sagen, das war's erstmal. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Und zwar gegen, ja, gegen Ravenclaw. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Das wär's erstmal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich pausiere jetzt das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Und Creep Like Daumen nach auf geben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und haut raus, bis dann. Ciao. Long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural.